Hi Leute, ich dachte, dass ich ja wieder ein What I Eat in a Day filme, weil ich das schon sehr, sehr lange nicht gemacht habe, glaube ich. Hier ist mein Frühstück. So, ich habe gestern Abend das Curry aus dem Instant Pot Kochbuch von Heike Penner gemacht. Das esse ich, so ein Teller davon. Weil ich gerade voll auf dem Avocado-Trip bin, eine Avocado mit ein bisschen Salz und Pfeffer auf Brot. Das ist ja so quasi Vollkorn-Toastbrot ohne Öl, was man in den Niederlanden bekommt. Da habe ich mir gerade noch einen Kaffee gemacht, den werde ich mit Alpro-Sojamilch und diesem genialen Zeug hier zu einem Latte Macchiato machen. Ich mache mir jetzt noch einen Smoothie mit so drei Bananen und einer Handvoll Spinat, ein bisschen Zitronensaft und der restlichen Alpro-Milch, die ich habe. Ich versuche bei Smoothies immer so 50-50 Grünzeug und Obst zu haben, weil ich das einfach besser finde, wenn man ansonsten einfach nur Zucker trinkt, quasi. Und ja, finde ich besser so. Schmeckt mir auch irgendwie besser. Vor allem hier in den Niederlanden kriegt man halt Spinat, der ist schon vorgewaschen. Das heißt, da ist kein ekliger Sand zwischen. Ich hatte sehr oft Sand-Smoothies in Deutschland. Also, so geht's besser. Tada! Wenn es interessiert, ich trinke das in einer alten Tomatenzeugflasche, weil ich kein Glas habe, was so groß ist. So sieht das Curry jetzt aus mit noch Grünkohl drin. Wahrscheinlich auf dem Video natürlich wieder mega scheiße, aber das sieht sehr lecker aus im Original. Und das esse ich jetzt noch, bevor ich gleich mit dem Rad losfahre. Ich sitze jetzt auf dem Rad und habe schon mal schauen 12,75 Kilometer gemacht. Ich esse jetzt als Snack diesen Naked Bar. Ne, es wird 2,50 im Angebot dabei sein. Das ist eigentlich nur Datteln und Cashewnüsse, Rosinen und Aromen, aber ziemlich gut dafür, dass es ein gekaufter Riegel ist. Also jedenfalls von den Zutaten her wesentlich besser als Cliff Bar. Auch ganz lecker. Davon esse ich jetzt ein paar auf der Fahrt, bis ich wieder zu Hause bin. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, was von diesem Alpro-Pudding hier zu essen. Ich glaube, das hat eine deutsche Zutatenliste. Also es ist eigentlich nur Zucker und Sojabohnen, aber irgendwie habe ich da gerade Lust drauf. Also esse ich das. Und eigentlich sind die Nährwerte auch nicht so unfassbar furchtbar wie gedacht, bis auf, naja, die 11 Gramm Zucker. Aber nur 1,7 Gramm Fett, das ist schon irgendwie ziemlich erstaunlich. Obwohl da ja Soja dran ist. Jojo. So, ich bin gerade dabei, mir noch einen weiteren Smoothie zu machen. Dieses Mal mit 100 Gramm Spinat und zwei Bananen, weil das die einzigen Bananen sind, die ich noch habe. Dazu kommt gleich einfach Wasser, weil ich keine Sojamilch mehr habe. Etwas Vanilleextrakt und so ein Teelöffel, Esslöffel Erdnussbutter. Mal schauen. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Das ist so ungefähr alles, was ich gegessen habe. Also einige Sachen wie den Alpro-Pudding oder so, den kannte Chronometer einfach nicht und deshalb habe ich dann einfach den jeweiligen Zuckergehalt hier reingetan. Wie ihr seht, das ist kein mustergültiger Start-Solution-Tag, absolut nicht. Finde ich aber mal auch ehrlich gesagt ab und zu, okay, ich mache mir da jetzt keinen Stress. 60% Kohlenhydrate, 28% Fett und 12% Protein. 2651 Kalorien waren das. Ich habe ein bisschen mehr verbrannt, weil ich den Sport nicht angegeben habe. Und ansonsten Energiegehalt, also meine Kalorienaufnahme ist gesichert. Ja gut, ich habe halt noch was getrunken, das habe ich jetzt auch nicht angegeben. Und bei den Vitaminen, alles gut, 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 bis auf Vitamin E. Da habe ich nur 83%. Bei den Fetten, ja, also wenn man 80, 10, 10 als Richtwert angibt, bin ich bei 309% Fett. Omega 308, Omega 6, 71. Gesättigtes Fett, ziemlich viel wegen der Kokosnuss. Und bei den Mineralien auch alles tipptopp, bis auf Selen. Ich muss mal wieder Paranüsse kaufen. Und bei Proteinen auch alles im grünen Bereich.